Gerade spricht der Kollege Schatz. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Damen und Herren, in der Tat behandeln wir hier zwei Anträge. Ich will mich in meiner Rede auf den Bereich der Feuerwehr und den Bereich des Opt-out-Antrages beschränken, da wir den anderen Antrag im Bereich des CIO grundsätzlich begrüßen, da allerdings das Konstrukt ein bisschen kritisieren. Da werden wir uns enthalten. Jetzt zum Opt-out. Als ich den Antrag, also wir hatten das Thema Feuerwehr ja schon öfter im Ausschuss, Herr Stottko. Als ich diesen Antrag gelesen habe, habe ich mich zuerst gefragt, ob das ein Witz sein soll. Nicht, weil ich es witzig finde, dass Sie den Feuerwehrleuten ermöglichen wollen, diese Zulage zu erhöhen, oder den Kommunen ermöglichen wollen, diese Zulage zu erhöhen. Im Gegenteil, das kann man im Grunde nach natürlich nur begrüßen. Das ist keine Frage und das werden wir auch unterstützen, grundsätzlich. Sondern weil ich es witzig finde, dass Sie das ausreichend oder anscheinend für ausreichend halten. Ich möchte mal kurz darstellen, worüber wir hier reden. Berufsfeuerwehrleute haben einen Beruf, der per se schon den allergrößten Respekt verdient. Sie riskieren praktisch täglich ihre Gesundheit, sogar ihr Leben. Sie tragen gleichzeitig eine hohe Verantwortung für die Gesundheit und das Leben der Menschen, die sie beschützen sollen. Auch sehen sie in ihren täglichen Einsätzen Bilder, die andere Menschen nicht sehen möchten. Und trotz dieses körperlich und geistig äußerst anspruchsvollen Berufes müssen Feuerbeamte ohnehin schon standardmäßig 7 Stunden pro Woche, also gut 30 Stunden pro Monat mehr arbeiten als andere Beamte, die zum Teil wesentlich weniger anstrengende und weniger verantwortungsvolle Aufgaben wahrnehmen. Berufsfeuerwehrleute arbeiten nämlich keine 41 Stunden, sondern, wie Sie auch schon selber sagten, 48 Stunden die Woche und das ohne Extrabezahlung. Damit aber nicht genug. Auf diese 48 Stunden kommen nur noch mal 6 Stunden pro Woche, also gut 25 Stunden im Monat obendrauf. Sie sagen zwar, dass der freiwillig, theoretisch mag das auch so sein, aber in vielen Kommunen ist es eben nicht der Fall. Praktisch ist das nicht freiwillig, weil sie ansonsten überhaupt keine anderen Möglichkeiten haben, den Schichtdienst auszufüllen. Und für diese Mehrarbeit halten Sie 20 Euro im Monat. Diese Zulage wollen Sie jetzt auf 30 Euro erhöhen. Wir reden also über eine Zulage von ca. 80 Cent pro Stunde bei nur hin schon 30 Stunden mehr im Monat. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Stottko zulassen? Ja, bitte. Bitte schön, Herr Stottko. Schönen Dank, Herr Kollege Schatz. Sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass entgegen Ihrer Auffassung, wonach das nicht freiwillig erfolgt, die Feuerwehrleute in den Kommunen, die das für 30 Euro nicht machen wollen, dieses nicht tun müssen, sondern stattdessen eine ordnungsgemäße Mehrarbeitsvergütung verlangen können, wenn sie das wollen? Bitte schön, Herr Schatz. Das nehme ich gerne bereit zur Kenntnis, wird aber an der Sache nichts ändern. Und diese Zulage ist nicht einmal verpflichtend. Gut. Gut. Und diese Zulage ist nicht einmal verpflichtend, sondern überlassen es den Kommunen quasi auf freiwilliger Basis, ob sie diese Zulage bezahlen oder nicht. Und darauf sind sie auch noch stolz. Zumindest kann man das nicht anders deuten, wenn man in die Begründung ihres Antrages schaut. Weil sie mit dieser Freiwilligkeit die Kosten auf die ohnehin schon klammen Kommunen abwälzen und somit die Konnexität umgehen können. Aber auch damit sind wir noch nicht am Ende. Es darf bei alledem nämlich auch nicht vergessen werden, dass ca. 80% der Berufsfeuerwehrleute lediglich im mittleren Dienst arbeiten. Das heißt, dass sie im Endamt, wohlgemerkt im Endamt, also nach vielen Jahrzehnten harter Arbeit, vielen Risiken und unermesslich viel Erfahrung, gerade mal so ungefähr 2.000 Euro netto verdienen. Vom Einstiegsgehalt, also von dem Gehalt, das sie quasi in der Blüte ihrer Leistungsfähigkeit bekommen. Und in dieser Blüte wird natürlich auch dann die meiste Leistungsfähigkeit abverlangt. Von diesem Einstiegsgehalt will ich jetzt gar nicht reden. Dazu vielleicht nur so viel. Um Berufsfeuerwehrmann oder Frau zu werden, muss man mindestens 2 abgeschlossene Berufsausbildungen vorweisen können. Einmal einen handwerklichen und einmal einen medizinischen, der dann während der Ausbildung erlangt wird. Also 2 abgeschlossene Ausbildungen. Wir reden hier im Äquivalent, also über eine Ausbildungszeit, die in der Quantität der eines Masterstudiengangs gleichkommt. Und wenn diese Beamten dann in den wohlverdienten Ruhestand treten, beziehungsweise auch gerade wegen der hohen Belastung nicht selten in den Vorruhestand müssen und deshalb dann auch noch Abzüge bekommen, dass diese Beamten dann nicht einmal ihre Feuerwehrzulage als ruhegehaltsfähig angerechnet bekommen, ist eine Zumutung. Für Menschen, die unter solchen Umständen ihr Leben riskieren, ist der allergrößte Respekt nicht einmal ansatzweise ausreichend. Denn von Respekt alleine können sich die Berufsfeuerwehrleute auch nichts kaufen. Aber für eine Landesregierung, die dafür sorgt, dass Berufsfeuerwehrleute insbesondere gemessen am tatsächlichen Verhältnis zwischen Wochenarbeitszeit und Nettolohn fast schon in prekären Arbeitsverhältnissen arbeiten müssen, für eine solche Landesregierung kann ich gar nicht genug Verachtung ausdrücken. Ich hoffe sehr, dass da in den Ausschüssen noch ein bisschen was nachkommt und Sie die Zulage erhöhen. Von daher, vielen Dank.